Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crunch Modifiziert hinein zurück bei Let's Play Splatoon 2. Wir machen weiter mit dem letzten großen Level Octoling Hinterhalt in der Muskelbude. Okay. Naja, jedenfalls machen wir also wieder weiter mit einem weiteren Octoling Level. Und mit den letzten von diesem Spiel. Also, dann wollen wir mal. Ich habe mir jetzt wieder die voll aufgerüstete Heldenwaffe geholt, weil man dafür feststellen, man kann alle Waffen frei verwenden. Denn wir wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Also dann holen wir uns diese Militrovis zurück. Ja, aber vorher will ich, wie immer, erstmals die Sammelgegenstände finden. Ohne die gehe ich... Werde ich jetzt nicht... Oh! Alter Schwede. Zwei jetzt mal verschwinde. Meine Fresse, ey. Vor allem die jetzt mit den Rollern könnten gefährlich sein. Am besten nehme ich mal einen für einen Checkpoint. Nur für alle Fälle. Wie komme ich an den Ausrüstungsgegenstand? Ich muss wieder nach oben, ne? Gibt sogar wieder Trampoline. So. Holen wir uns jetzt mal das hier. Und mal eine kleine Absicherung. Mann, die Feuerrate geht ja echt gut ab mit dem. Also gegen den Final Boss bin ich auf jeden Fall gut gerüstet mit dieser Waffe, würde ich mal sagen. Alter Schwede. Aha, erwischt. Kann wieder sonst wo versteckt sein. Oh, Spezialwaffe. Schwarmraketen. Ah. Damit. Oh. Ein Blaster. Oh je. Sogar noch. Es sind sogar zwei. Eine wieder mal mit einem Roller. Und andere mit einem Blaster. Sind jetzt hier beim Rumspacken. Wo stecken die denn? Da oben? Toll. Ha. Mit sowas sollte ich sie eigentlich treffen, aber leider ist die Chance vertan. Wow. Jetzt reicht. Jetzt reicht mir mit euch. Wow. Bloß gut, dass mich das nicht instant killt alles. Shit. Erwischt. So. Irgendwann wird ihnen eh die Octoling ausgehen. Ist ja nicht so, als könnten die unendlich spawnen. Verdammte Kacke nochmal. Alter, die Schwapper. Meine Tinte. Jetzt komm her. Und tschüss. So. Hat das Problem wenig. Oh. Und da spawnt wieder eine. Und da ist wieder eine. Schon wieder ein Octoling. Und man darf feststellen, die sind alle immer weiblich. So. Der Bomber kannst du nicht entgehen, egal was du machst. Warte, hey! Komm schon. Erwischt! So wollte ich das doch sehen. So. Auf mögliche Secrets achten. Also der Banon ist doch wieder aufgetaucht. Gut zu wissen. Noch eine Fischeier. Oh. Der hat direkt vor meiner Nase gespawnt. Das war ein Fehler. So, jetzt bin ich, glaube ich, voll komplett hier aufgerüstet. Sieht cool aus. Oh! Wolltest du die Situation ausnutzen, wo ich kurz mal abgelenkt war, ne? Ja, nicht mit mir, Schätzchen, Spätzchen. Warte nur, wenn ich dich erwische. Noch mehr Ausrüstung. Hey, was passiert, wenn ich noch, wenn ich mich noch weiter aufrüste? Auch ich kann gerade nicht herausfinden. Verdammt.
Wo? Alter, ich bin umzingelt! Aha! Da ist noch ein Schnipser. Wie weit bin ich denn jetzt noch aufgerüstet? Wie weit geht denn das noch? Noch eine Spezialwaffe. Wow! Alter, na, da nimmt sie mir doch tatsächlich deine Rüstung ab. Naja, das hast du davon. Jetzt kriegst du halt den explodierenden Ballon ab. Ah, der Sammelgegenstand. Sehr schön. Was jetzt noch fehlt, ist die Schriftrolle. Dann... Oh ja, Baby. Jetzt fehlt nur noch die Schriftrolle. Da ist ein Coupon. Das brauche ich schon mal nicht unbedingt. Wie ich an das... Ah, da muss ich nach oben. Zu deren Hauptquartier. Zu deren HQ. What the... Warte. Das gibt's aber nicht. Okay, jetzt aber. Am besten nehme ich mir noch einen weiteren Checkpoint. Sodass mein Gegenstand gespeichert bleibt. Für den Fall, dass ich jetzt mal abkratze hier. Kleine Absicherung kann man immer brauchen. So, jetzt traue ich mich noch weiter in deren HQ rein. Sich als Fehler erweisen, aber no risk, no fun, ne? Und tschüss. So. Schon sehe ich wieder richtig stylisch aus. Wie komme ich an die Kiste ran, wenn das hier, wenn das hier durch ein Schild blockiert wird die ganze Zeit? Sie steht hier gerade wirklich blöd, die Kiste. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle Octolinge erledigt, ne? What the? Oh Mann! Und dann sterbe ich so billig, ey. Hier ist ja nicht wahr. Hey, Moment, da ist ja noch etwas. Oh je, da kommen sie wieder. Hm. Jetzt habe ich wieder ein extra Leben bekommen. Aber leider ist meine schöne Rüstung wieder dahin. Oh man. Was sah das so cool aus? Wie komme ich bloß an diese eine Kiste ran? Ich muss irgendeinen Weg um die Barriere finden. Weil ich meine, die steht doch nicht umsonst hier. Was muss dafür getan werden? Aber was? Moment. Ich werde gerade so, da sind wir wieder. Ja. Ich, meine Mutter hat jetzt nur mir schnell bestätigt, dass wir... Also, nur noch Bescheid gegeben, dass wir dann gemeinsam zum, zum Handygeschäft gehen von unserem Tarifanbieter, weil, weil es nämlich einige Probleme gibt, die selbst ich nicht lösen kann. Und da wollten wir mal gemeinsam dorthin gehen, um dieses Problem zu lösen. Ist nichts Besonderes eigentlich, aber es nervt sie persönlich ab. Und... Da will ich nicht, dass das hier für sie noch schlimmer wird. Jetzt reiz mal! Komm her! Komm da runter! Shit. Blöder Spast. Na, warte, ich komme jetzt zu dir hoch. Komm her. Und tschüss. Ah ja, das Coupon sollte ich mir noch holen. So. Aber was mir noch für immer fehlt, ist verflixt noch eins. Die dämliche Schriftrolle. So, Checkpoint und... Ich muss da hin. Aber wie komme ich da hin?
muss doch einen Weg um die Barriere geben. Weil man kommt hier rauf. Das ist möglich. Aha! Es sind nur Fischeier hier. Wollte mich verarschen. Oh, da beginnt sie wieder, die Suche nach der verdammten Schriftrolle. Aber immerhin ist die Streurate so groß, dass es eigentlich nicht so schwer fällt, hier alles einzufärben. Sodass ich dann vielleicht einen Überblick verschaffen kann. Vor allem, wenn ich da... Weil vor allem, wenn einige... also, dass ich da schnell alles einfärben kann. Vor allem, da es ja einige Stellen gibt, die eingefärbt werden müssen, damit eine Kiste erscheint. Weil sich da hinter der generischen Tinte eine Kiste verbirgt. Also, in der generischen Tinte, besser gesagt. Leider Gottes aber... geht die Kapazität so schnell aus mit dieser Waffe. Ich müsste also wirklich, wenn ich genug Fischeier zusammenbekomme, noch meinen maximalen Tintenstand vergrößern. Da! Ich wusste es. Sag mir bitte, dass das... Ja, die Schriftrolle ist sehr gut! Ha! Okay. Dann holen wir uns jetzt die Elektrowälze und dann ist gut hier. So, wo ist jetzt der letzte? Da. Und geschafft! Das war der letzte Level. Aber bevor wir zum Final Boss überschreiten, werden wir jetzt noch versuchen, bei den anderen Leveln uns Yes, Mann. So, das Tor zum Final Boss öffnet sich nun. Aber wie gesagt, bevor wir uns dorthin begeben werden, wollen wir uns erstmal... die restlichen Schriftrollen holen, die uns noch fehlen. Ach, Mamizi, wenn sich deine Kapsel öffnet, bist du vielleicht ganz allein. Wenn dies der Fall ist, aktiviere die Kapsel bitte erneut. Ich hoffe, du kannst all diese Strapazen verzeihen, mein über alles geliebter Mizi. Oh mein Gott. Hey, ist es nicht der Schiedsrichterkatze? Ja, wie gesagt, erst später. So. So, bei Level 25 fehlt uns eine Schriftrolle. Und auf der Map, auch hier bei Level 20, hier bei, oh, sogar bei 10 und 14. Was, bei Zone 6 fehlt uns auch noch? Ich dachte, da hätte ich alles. Okay, 1, 2, 3. Oh, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gegenstände, beziehungsweise 9 Schriftrollen und ein Fundstück, und ein Fundstück, ne? Also ein Sammelgegenstand. Dann hätten wir es ja, dann hätten wir alles. So, also schon in Zone 2 müsste ich bei Level 6 suchen und falle dem auf der Map. Ich würde vorschlagen, gehen wir uns nochmal zurück nach Zone 6. Das war bestimmt dieser verflixte Sniper-Level. Der allererste, der mich so tierisch angekotzt hat. Wenn wir drauf hätten, dass der war. Gehen wir erstmal. Gehen wir es erstmal an. Ich glaube, wir brauchen auch leider Gottes die Sniper, um hier überhaupt durchzukommen. Oh mein Gott, also. Der Level hat mich angekotzt. Ich hoffe, dass ich das vielleicht jetzt doch hinbekomme. Also. Ich weiß nicht, kann man das auch vielleicht ohne schaffen? Ich meine, die Level müssen auch so konzipiert sein, dass man es auch ohne schafft. Ich probiere es mal auch ohne den Sniper, weil vielleicht geht es auch mit den anderen Waffen, wer weiß. Weil ich meine, die Level kann man auch mit allen anderen Waffen abschließen. Müsste eigentlich möglich sein, ne? Weil dafür sind eigentlich die Level auch konzipiert.
Ich glaube, mit den anderen ist es halt nur eine vorbestimmte. Mit einer vorbestimmten Waffe geht es anscheinend leichter als mit anderen. Ja, schon sehe ich da das Problem. Ich kann da nicht hinzielen. Bombeneinsatz? Oh, verstehe. Mit den Bomben kann. Bomben können wir aber zum Glück noch weit genug werfen. Das ist der Unterschied hier. Ja, sie haben eine der Tentakel oben. Bam. Sogar noch hier als Schwachstelle. Könnte ich sogar hiermit noch erledigen. Shit, schnell, schnell, schnell weg da. What the? Konnte ihr mich noch erwischen? Ja, mit den anderen Waffen ist es ein bisschen schwieriger, wie es scheint. So. Kann ich, ja. Bomben, vor allem. Damit geht es auf jeden Fall. Drüben ist ja hoffentlich nichts mehr. Ich weiß ja, gegen Ende ist eher die Schriftrolle irgendwo versteckt. Oder? Na? Kann ich da nicht mehr hinwerfen oder was? Ich kann es nicht mehr erreichen. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Fehler gemacht habe. Hätte ich doch lieber die Sniper nochmal mitnehmen sollen. Komm. Hey, 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 hey. Die Bombe kann ich weiterwerfen, oder wie? Na? Oder geht es nur so? Ja, so. Ja, es muss auch irgendwie möglich sein. Boah, das ist aber schwierig hier. Aber deswegen gibt es auch diese Plattformen. Ich es einen möglich sein machen sollen, da hoch zu gelangen. Das ist auf jeden Fall der Elektrowels. Sind eh schon in der Nähe davon. Explodiert doch, Mann. So. So will ich das doch sehen. Ich mal diese Gegner hier. Jetzt muss ich mal diese Gegner hier entfernen. Was soll denn an denen vorbeikommen? Okay. Was haben wir denn da? Ja, da ist nochmal der Sammelgegenstand, aber der bringt mir jetzt hier nichts. Situation. Bringt mir höchstens ein paar Fischeier. So. So, und dann wieder diese Kugelwilli-Verschnitte.
So, hoch da. Und hinschmeißen. Wenn du zielen kannst, mein Freund. Na. Komm schon. Was ist denn da jetzt so schwer? Oh, im Sprung geht es irgendwie. Hm. Wenn ich es aber auch erreichen könnte. Okay, ja. Also es ist ja irgendwie immer möglich, das zu schaffen. Es ist niemals unmöglich. So. Das kriege ich schon hin. Ey, was zum... Die kann ich alle abballern. Einfach nur baller, baller. Na, kommt doch her. Wenn ihr euch traut. Was zum... Die Waffe hat aber... Ey, die hätte ich gedrückt lassen müssen, ne? Die hat nicht gerade viel gemacht. So, da ist der Schlüssel. Kann ich alle hiermit, kann ich alle schnell abballern. So, dass sie mir kein Problem machen. Ah, was ist denn das hier? Da muss ich hoch. Hm. Wie geht das bloß? Ich hoffe, das ist nichts, womit ich wirklich nur exzessiv die Sniper brauche. Aber hier muss ich auf jeden Fall rauf. Das ist schon mal sicher. Ich hoffe, da kann ich noch hin, selbst wenn ich jetzt das Sprungfeld nehme. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst anstellen soll. Oh, sieht nicht danach. Oh doch, ich müsste die Richtung hinbegeben. Ich glaube also, es müsste gehen. Oh. So, jetzt nicht so rauf da. Hm. Müsste da auf jeden Fall hochkommen. Warte mal. Na, come on. Oh, ruck. Nee? Hä? Wie komme ich denn an die Kiste da hinten? Das sieht für mich gar nicht gut aus. Das gibt's aber nicht. So, jetzt aber... Ja. Da also. Aua! Wie ist denn... Was ist denn... So, hoch da. So, finaler Checkpoint. Ich will immer noch die Kiste da hinten erreichen. Ach, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, aber für mich noch nicht das Ende hier, ne? Das gilt es herauszufinden. Na? Dankeschön. Da oben steckt auch noch was.
Jetzt geht es auch einfacher damit zu zielen, ihr. Und mit der Sniper muss ich jedes Mal nur für einen einzigen Schuss aufladen. Wow. Da ist er leider nicht. Ist er da irgendwie? Das wird er da auf die Seite gebracht, vielleicht? Puh. Nein! Come on! So. Und jetzt? Ja, jetzt was? Ja, wie komme ich denn? Noch immer habe ich das nicht geschafft hier. Oh, kann es nicht glauben. Moment. Ach so, ja, da war nur das Coupon. Wie komme ich denn an die eine Kiste ran? Das ist doch echt zu viel hier. Wie soll das denn gehen, ey? Kommen wir auch nicht mehr zurück. Das ist völlig unmöglich hier. Ganz egal, was ich auch anstelle. Die Kiste hinten, weiß ich, ist der Coupon gewesen. Nochmal neu starten. Na, Scheine an! Was haben wir denn da Feines? Und da ist sie. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Ist die Frage. Na. Ach, Mann. Hä? Es gibt doch keinen Weg, das hier einzufärben. Wie soll ich jetzt an die Schriftrolle hier rankommen? So, jetzt aber... Na, jetzt komm! Ach je. Na, also. So, jetzt bloß aufpassen. Und da ist sie! Die Schriftrolle. So, nichts wie auf zum Ziel. Und... Ja, ich würde vorschlagen... An der Stelle... Ja, werde ich den Part beenden. Und ab den nächsten werde ich dann, wenn wir dann sowohl die restlichen Locations aller Schriftrollen und Sammelgegenstände durchmachen. Und danach starten wir gleich mit den Final Boss durch. Also, wenn mir jetzt so gefallen wusste, Thumbs up und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, CrushFortFig89, bis zu diesem Part von Let's Play Splatoon 2. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Was ist mit diesen beiden sich umarmenden Geschehen? Ganz gleich groß Liebe ist, es gibt immer Unterschiede in den Zielen. Liebe kennt sehr viele Gestalten, egal zu welcher Zeit. Ja. Und was soll da bitte schön auf dem Bild zu sehen sein? Ich kann es gerade nicht erkennen. Egal. Also, wie gesagt, auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know